wollen wir jetzt einfach die Korallen reinpacken und dann die Krabben? Weil wenn die Krabben da einmal drin sind, dann packe ich da nicht mehr ins Aquarium, ne? Die attackieren mich. Die sind doch so klein, die tun doch nichts. Aber wenn man mit dem Finger vor die geht, ne, dann stehen die bestimmt so vor einem, oder? Ja klar, die wollen sich verteidigen. Ne? Ist ja, Krabben sind so geil. Krabben sind richtige Ehrenmänner auf jeden Fall. Aber die sind so klein, die können dich hier nicht zwicken und nichts, glaube ich gut. Nicht. Okay, also bevor wir die Korallen reintun, gleichen wir jetzt erstmal die Krabben an. Haben wir ja gerade darüber gesprochen. Also Krabben müssen angeglichen werden, damit denen nicht der Panzer platzt. So krass es sich auch anhört. Das heißt, theoretisch könnten wir die jetzt hier unten irgendwie... Wobei, wir könnten erstmal ein bisschen Wasser abkippen hier, ne? Oder ja, ich würde ein bisschen Wasser rauslassen auf jeden Fall. Warte mal, ich hol mal erstmal eine Schere. So, wir haben hier erstmal eine Schere. Ach so, machst du die so auf? Ja, oder so. Das Wasser können wir theoretisch auf die Straße kippen oder hier rein halt. Ich weiß nicht, ob das genug ist hier. Ich habe gerade nicht so viel behältertechnisch zu bieten. Mann, ich muss viel mehr mit anderen Objektiven filmen. Aber wenn ich mit den Objektiven filme, kann ich nicht parallel auch noch dich filmen, wenn ich jetzt ein Makroobjektiv habe. Leute, ich bin ein bisschen überfordert. Wir werden gleich auch noch die Tiere im Detail sehen. Beruhigt euch! Krabben, ich habe früher in Holland immer Krabben gefangen und dann habe ich die immer auf den Steg gepackt. Es tut mir ein bisschen leid jetzt im Nachhinein, aber dann sind die mal rumgelaufen und vom Steg dann wieder ins Wasser gesprungen. Also mit so einem Kescher habe ich die gesammelt, ja, das sind meine Stories von früher. Habt ihr da aber nichts getan, ne? Ist klar. Willst du jetzt die Krabben da reintun? Ja, oder? Willst du echt? Wie kriegen wir die denn da raus? Ja, das Pöttchen nehmen und da oben reintun. Mit dem Wasser? Ja. Ich dachte, das Wasser soll da nicht mit rein ins das Aquarium. Ja, du nimmst auch Wasser jetzt da raus. Ja, aber ich dachte, das Wasser darf nicht in das Aquarium. Warum? Ja, weil das belastet sein könnte, weil es nicht das eigene ist. Du hast eine ganz andere Herangehensweise, als ich das kenne. Normalerweise sagt jeder, man darf das Wasser von diesen Händlern nicht ins eigene Aquarium packen. Ja, ein bisschen. Ich tue jetzt hier, wenn wir jetzt alle Tüten rechnen. Aber da könnte schon ein kleines Stückchen Corona drin sein. So, jetzt muss man eine Spritze haben und dann kannst du da Wasser reinträufeln. Wie viel würdest du da immer so reinmachen? Da mache ich die 10 Milliliter. Ja, das sind 5. So, 5 Milliliter. Ja, sieht gut ab aus. Geht's. Die werden jetzt sensibilisiert, werden die Theorien. Ja, genau. Desensibilisiert ist auch egal. Die kriegen einfach jetzt hier 5 Milliliter Wasser rein. Ja, das machen wir jetzt alle 5 Minuten. Also ich muss sagen, Krabben, sehr geil. Von der Haltung her, auch sehr geil. Wirken sehr selbstbewusst. Ja. Farblich. Hm. Ja, die sind so grünlich. Die haben nicht viel Farbe, ne? Aber die haben einen coolen Panzer. Die sehen so ein bisschen... Ja, die sind so genoppt. Und so, bisschen so wie eine Kröte. Halt so. Ja, genau. Ja. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, aber die Farbe... Naja, ja, gut, ist jetzt kein Highlight. Man kann die auch im Nachhinein immer noch anmalen. So, jetzt müssen wir die Kamera wechseln, wenn ich jetzt die Korallen reintue, damit ihr da draußen, hallo, damit ihr auch was sehen könnt. So, womit fangen wir denn jetzt an? Mach erstmal auf dem Boden die Zoanthus. Ne, wir machen die Special. Die will ich zuerst hier. Die kommt ja auch auf den Boden, ne? Die, wie heißt sie? Das ist eine Pianthus crucifer. Anemone, ne? Eine Rockflower-Anemone, ja. Oh, wie soll man sich das denn merken? Okay, Rockflower-Anemone, kann man sich merken? Lateinischer Name Pianthus crucifer. Die kann ich ja nicht anfassen. Warum? Das ist jetzt eine Anemone. Du hast gesagt, Anemonen nesseln. Die nesseln, ja, aber die nesseln jetzt ziemlich wenig, ne? Was denn, wenn ich einen Handschuh hätte? Was für Handschuhen kann man denn in ein Meerwasser-Aquarium greifen? Ja, du musst nur die Ärztehandschuhe halt nehmen. So einen habe ich. Wo die nicht von innen mit diesem Pulver da beschichtet sind, weißt du? Weil das könnte ins Wasser kommen. Also normalen. Ich glaube, so einen habe ich. Die hier gehen? Ja. Ja? Dann nehme ich die. Ich bin vorsichtig. Wir haben einen langen Tag hinter uns, bevor jetzt hier noch irgendwas in die Hose geht. Ja. Wenn wir jetzt schon so drin sind in den Masken. Ja, aber jeder wie er möchte, gar keine Frage. Soll auch so sein. Ne? Wenn man vorsichtig ist, Vorsicht. Das ist alles gut. Anemonen sind für mich jetzt wirklich also ganz gefährliches Eisen, sag ich dir. Also es gibt Anemonen, die merkst du wirklich, wenn du die anfasst. Die kleben richtig förmlich, so ganz heftig an deinem Finger. Die klebt auch. Und die brennen dann halt auch zum Teil. Manche, die hat an der Tüte geklebt. Ja, ja. Ja, der hat mich mit dem Fuß festgemacht. Ne? Oh mein Gott, die bewegt sich. Ja klar, die geht jetzt zu. Ich tue die mal direkt rein, damit die auch nicht lange über Wasser bleiben, ne? Wo lege ich die denn jetzt hin? Braucht die viel Licht? Ist ja eine Anemone, ja? Also musst du davon ausgehen, die sucht sich ihren Platz sowieso. Die kann ja wandern. Okay, dann lege ich die jetzt mitten hier unten rein. So, das Einzige muss halt die Strömung jetzt gucken, damit die von der Strömung nicht weggeschoben wird. Oh, das sieht schon schlecht aus, ne? Schieb die weiter nach vorne, schieb die hier vorne irgendwo hin, da so. Das ist halt der Punkt, die muss ich jetzt erstmal festmachen. Boah, die sieht jetzt schon wahnsinnig geil aus, ne? Ich habe hier eine wahnsinnige Strömung drin, ne? Ja, ja, klar, das ist halt, der hat ja auch gesagt gehabt, der Markus, wir sollen am besten die Strömung vielleicht ausmachen. Stimmt. Damit die sich erstmal ein Plätzchen suchen kann. Die wird da weggehen, wo viel Strömung ist, ne? Also die sucht sich eher so einen Platz, der für sie angenehm ist, wo der halt ich sag jetzt mal mittelmäßig beströmt wird. Die sucht sich gar nichts, die hat jetzt ihren Anker da gelegt, die bleibt jetzt gefällig. Ja, die macht sich jetzt gleich erstmal mit dem Fuß fest und dann wandert die. Mein Handschuh ist voll Wasser gelaufen. Ey, die sieht unnormal geil aus. Weißt du, was es ist? Eine Flower Rock Anemone. Rockflower Anemone. Genau. So ist das, ja. Meine Lieblingsanemone. Kann man eigentlich Anemonen, Korallen und so, kann man die über einen Kamm scheren? Also haben die auch einen Namen? Ja, einen Nesseltiere? Namen. Nesseltiere sind das alle, ne? Das sind aber alle dann, ja. Alle? Ja. Das ist mein Lieblingsnesseltier bis jetzt.
Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Das ist eine Anemone. Die kann wandern. Die wandert jetzt quer durchs Becken. Ey, die wäre eigentlich schon mein Highlight. Das würde mir schon für ein Video reichen, ne? Die würde ich den ganzen Tag jetzt angucken einfach. Ja, geil wäre davon den ganzen Bodengrund voll. Boah, krank. Das wäre der Hammer. Aber dann kann man die Hand erst recht nicht mehr reinpacken. Warum? Ja, nesselt. Ja, was aber suchst du dann auf dem Bodengrund? Ich dachte, im ganzen Wasser. Ich habe immer das Gefühl, das ist alles hier drin. Das ist eine riesige Nesselbrühe hier. Nein, die haben ja Nesselzellen an sich, ne? Also wenn ihr die anfasst. Die geben die nicht ab. Die geben die nicht ab. Die Weichkorallen, die geben ihre Nesselzellen ins Wasser ab. So verteidigen die sich halt. Aber die Anemonen als Beispiel, die haben ihre Nesselzellen an sich selber. Wir machen jetzt weiter mit unten dem Bodengrund. Wir nehmen jetzt hier die Zoanthos. Also wenn man mal hier so reinfilmt, ich weiß nicht, ob du das irgendwie scharf bekommst, aber unspektakulärer kann es in so einer Tüte erstmal nicht wirklich aussehen. Ne? Ja. Also vor allem jemand, der noch nie Korallen gesehen hat, der denkt sich wahrscheinlich ja, auch dabei, ohne Blaulicht, ne? Was ist das hier, ne? Also ja, generell siehst du natürlich nicht wirklich was. Und da ist auch der super GAU drin hier, was auch Giftigkeit betrifft, ne? Wie heißt du nochmal? Palatoxin nennt sich das Gift. Ja, und die Koralle? Das ist in den Palitoas eigentlich drin. Da ist es massiv drinnen. Wir kribbeln schon wieder über. In Zoanthos, weil die ja auch zur Gattung der Krustenanemonen gehören, ist auch natürlich minimal Gift drin, aber es ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Und also da passiert nicht wirklich etwas. Bei Palitoas, da ist es halt eben schon, da ist das Gift halt stärker. Aber die ist ja hier drin, eine Palitoa. Eine hast du, ja. Ja, jetzt wird es riskant langsam. Ja, also wenn du dein Leben irgendwann mal beenden möchtest, dann holst du die Palitoa raus, leckst da dreimal dran. Das und würde dann schon Schwierigkeiten bereiten. Ja, und dann hast du schon das Gift, wenn du Pech hast. Was ist denn, wenn ich eine Wunde an der Hand habe und die dann raushole? Kann, dann kommt es direkt in die Blutbahn, geht's noch schneller. Das ist kein Joke, ne? Ja, das ist, Palatoxin ist das zweitstärkste Nervengift auf der Welt. Also, das ist will schon. Wenn ich die hier drin haben, jetzt habe ich das eh ist schon heftig. Mehr. Ich verkaufe sie die. Tut ja, der Markus hat es ja dreimal erklärt. Kommen die alle auf den Boden? Du kannst sie auch oben drauf irgendwo hinstellen in dein Regal, sag ich mal. Ich weiß hier wirklich nicht mehr, was ist. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist das kleinste Stückchen Stein, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Was ist das? Das würde eine Zoanthos sein. Das sieht man aber auch nur unter dem Mikroskop, oder? oh Gott, ich muss die reintun. Das ist eine Zoanto, ja, das stimmt. Und das ist so ein Gerät, das kommt eher auf den Boden, ne? Ja, wo du sie hinhaben möchtest. Du kannst sie natürlich auch einfach irgendwo, kannst auch hier zum Beispiel hinstellen. Ja, ich habe aber gerade eine schwere Tüte noch in der Hand. Ich weiß es gerade selber nicht so genau, was ich will. Ich will jetzt erstmal kurz loswerden. Was ist das jetzt hier? Das ist auch eine Zoanto. Oh, guck mal, das ist ein richtiger Seestern dabei. Siehst du den? Ja, mach den direkt runter. Ja? Wie gesagt, die fressen manchmal Zoas, ne? Also, die würden lieber direkt wegnehmen, weil die vermehren sich auch wie Pest, ne? Also, die hast du später sowieso dann noch überall im Becken. Ja. Machen lieber direkt ab. Okay, er ist weg. Die Luft ist rein. Ich lege jetzt hier einfach alle Zoas erstmal hin. Ist ja auch wieder Zoas, glaube ich. Zoas, Zoanthos, Krustenanemonen. So läuft der Hase nämlich. Und der Handschuh ist voller Wasser. Haben wir vier Stückchen Zoanthos? Ja, ist auch eine Zoa. Oh, dieser Stein ist so groß im Vergleich zu den kleinen Korallen. Heißt, jetzt kommt dann die Palitoa, ne? Jetzt kommt das Übergift hier. Dum, 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 dum. Oh, ja. Jetzt muss ich mich aber wirklich konzentrieren. Die darf keinen Schaden nehmen. Die darf mir nicht hinfallen. Und die muss ich irgendwo hinsetzen, wo ich sie nie wieder anfasse. Wo komme ich am schlechtesten dran, ist jetzt die Frage. Da vorne in die Ecke, oder? Wobei, wenn ich mit dem Magnet da vorbeischrabbe, dann verletze ich die vielleicht. Ja, so schnell passiert ja auch nichts. Sag, ich habe Angst. So schnell passiert hier die ist auf jeden Fall ultra geil in dem Gelb. Also die kriegst du ja auch nirgendwo. Das ist ein ganz seltenes Ding. Diese Fracks sind aber riesengroß. Also diese Aufsätze, wo die drauf hängen. Steine, ne? Ja. Die sind mega groß. Ja. Ich mag das auch eigentlich nicht, weil ich finde immer geil, das will ich jetzt in meinem neuen Projekt ja auch da machen, in dem Patch Reef. Da will ich ja auch halt die Zoanthos so abmachen bei mir. Ich habe hier Scheibe wachsen lassen. Ja, das will ich auch lieber. Will die jetzt so abkratzen, weißt du, und dann den ganzen Teppich dann quasi auf den Stein kleben. Weil das finde ich geiler, ne? Das sieht geiler aus, als wenn jetzt die Steine. Stell dir vor, ich würde jetzt diese vier Steine bei mir auf ein Lebendgestein kleben, wie das aussieht, ne? Ja, wenn man riesige Tiere hat, geht das, aber die sind so klein, die sind auf so einer Palette da unten, ne? Ja, ich meine, gut, du kannst natürlich hingehen, kannst sie runternehmen, mit dem Skalpell drunter gehen, anhebeln, dann hast du nur die reinen Krusten da, ne? Aber das mache ich nicht mit der giftigen, die ich da gerade habe. Ja, ich sag ja nur, ich würde es halt auch nicht wirklich machen. Aber man könnte es. Schutzbrille an, Mundschutz an, Handschuhe an und dann kannst du es machen. Dann kann dir nichts passieren. Ja, dann machen wir jetzt erstmal. Wie viel Licht? Ist da irgendwas, was super viel Licht braucht jetzt überhaupt dabei? Die Gorgonia, die könntest du was höher stellen. Die kann Licht vertragen, weil die lebt vom Licht. Kann die auch Strömung vertragen? Die kann auch Strömung vertragen, ja klar. Aber die anderen sind nicht so wichtig, sagst du? Nee, die anderen sind LPS halt. Was haben wir jetzt noch? Die Arkans haben wir noch. Dann die eine Lobophilia haben wir noch. Jo, die kannst du weiter auch unten positionieren. Also. Das sind alles eher so Bodengründe. Ja, die brauchen nicht so wirklich viel. Die kannst du also tiefer ansiedeln. Ich glaube, kameratechnisch ist das hier auf jeden Fall so die Special-Koralle, die am ehesten Special ist, glaube ich. Die ist auch einfach die größte, ne? Und die hat auch echt viele verschiedene coole Farben mit drin. Das ist eine. Lobophilia. Ich habe immer das Gefühl, ich habe mich nass gemacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Luft hier so rauspustet, das ist pures Gift.
Nein. Warum habe ich denn auch? Das riecht halt nach Korallen so, ne? Das ist so. Hol die mal raus, riech mal dran. Nee, der Geruch. Dann riecht es ja halt so, ne? Das sind die Spuren, ist halt, die sich in meiner Lunge festsetzen. Nein, da passiert nichts. Da habe ich ausgerechnet jetzt keine Mundmaske an. Ja, toll. Oh, ist richtig warm. Hä? Ist hier ein Loch drin? Jetzt habe ich mich eingepinkelt vor Angst. Oh je. Ich schütte mal wieder erstmal. Ja. Oh, hier sieht man sogar richtig das Skelett durch, siehst du das? Ja, die ist ja zusammengezogen. Ja, das ist normal. Also ja, ja. Die hat richtig geile Farben jetzt schon. Ah, die sieht schon, sehr, sehr gut aus jetzt schon. Also in echt sieht die nochmal deutlich besser aus als durch die Kamera gerade. Diese Fracks sind so groß. Ich könnte die natürlich auch hier hinsetzen, aber da geht die natürlich von vorne betrachtet ein bisschen unter, ne? Ist natürlich schon eine schöne Stelle und die kriegt da halt super viel Licht ab. Ja, wie gesagt, positionier doch einfach erstmal und guckst dir an. Umstellen kannst du immer noch. Ja, ich will jetzt auch nicht so oft mit den Händen da drin rumfummeln, sagen ja auch immer alle solche. Ja, Sachen. Sollst du nicht so oft, ja. Hier ist nicht super viel Licht, aber hier könnte sie natürlich auch hin. Nee, das ist ja nicht die Position, die ich mir vorgestellt habe. Da war da eigentlich hinten schon besser, ne? Oder halt hier. Hier könnte man sie von beiden Seiten sehen. Ja, dann machst du lieber da. Oder ich tausche die einfach und nehme den Kollegen, der war ja vorher immer hier. Da hat er sich auch eigentlich wohlgefühlt. Und das ist jetzt hier der Highlight hier. Direkt bei der Fidschi hier vorne. Sie nennen sie einfach Fidschi, weil das ist das Einzige, was ich von ihr weiß, dass sie vor der Fidschi-Insel kommt. Da ist doch ein ganz guter Platz. Ja, das sieht gut aus. Okay, zwei haben wir noch. Gorgonie und die andere. Also das ist wirklich das Nervigste mit dem Handschuh ever, ne? Ja. Also dass der immer voll läuft und so. Ja, safety first. Ja. Wie war der Name nochmal? Das waren die Akatastrea. Auch direkt eine gute Farbe. Ja, das sind die lila-orange, ne? Ja, aber die hält hier nicht. Ja gut, du hast auch noch Kleber da, ne? Können die aufkleben, aber müssen erst die Algen da weg. An sich ist das hier gar nicht so schlecht, ne? Oder hier doch den Punkt da vorne. Würde auch gehen, ne? Wenn sie genug Licht bekommt da. Ja, die braucht nicht so viel Licht. Soll ich sie einfach erstmal da lassen? Ja, das passt schon. Okay, kommen wir zur Gorgonie, der sogenannten Indikator. Mann, mein Handschuh ist voll. Indikator-Koralle. Der hat aber wirklich das Wasser bis oben hin voll gemacht, aber dadurch läuft es halt auch nicht trocken, also es klingt schon. Ja gut, weil die steht ja halt sonst, ne, eventuell frei, wenn zu wenig drin wäre. Also die Anemone hat sich bis jetzt noch nicht bewegt. Ja, die würde ich jetzt erstmal ihren Fuß befestigen auf der Glasscheibe unten. Gott, die befreie ich aber draußen, da ist so voll Wasser. Also platzen wir direkt hier auf den Schoß. So, da ist jetzt unten so ein Stift dran. Machen wir den jetzt ab? Ja, du kannst den aber nicht ganz abmachen, ne? Du kannst den unten, diesen Pin abknipsen. Den oberen musst du ja irgendwie dran lassen, sonst haben wir ja keinen Untersetzer mehr quasi. Vielleicht ist das auch einfach hier perfekt, um das jetzt zum Beispiel hier hinten reinzuklemmen. Ja, da musst du halt gucken, wenn es irgendwie reinpasst, ist super. Theoretisch. So ist eigentlich gut, ja. Ich ziehe jetzt diesen Handschuh aus, der reicht mir jetzt hier. Ja, genau. Dann gibt den schönen Crappies da nochmal was. So, und die ganzen Korallen können wir jetzt auch ein bisschen erstmal... wir gucken uns die nochmal an. Bevor die sich jetzt hier irgendwie gerade groß irgendwie verändern. Freunde, darf ich euch vorstellen, mit Makroobjektiv, wir haben hier einmal die... Das ist eine Akatastrea. Das ist eine Akatastrea. Und ich würde sagen, rein optisch, beschweren kann man sich da eher weniger. Die sieht schon echt schön aus, oder? Würdest du auch sagen? Ja. Orange, blau, lila mäßig so um den Dreh. Dann kommen wir gerade nochmal ganz spontan zu meinem Highlight hier vorne, und zwar ist das eine Rockflower Anemone. Also die richtig schöne Farbe können wir gerade gar nicht so gut zeigen, weil man sieht so ein bisschen roter durch. Genau, man hat hier so ein Orange. Sieht so ein bisschen aus, als wäre da so eine brodelnde Lava oder da so zwischendrin. Was hatte die einen roten Kern? Du hast sie ja gesehen, oder? Ja, so richtig 100% gesehen habe ich die auch nicht, weil sie aufgeregt. So, dann haben wir hier die Zoanthus, und da muss ich halt sagen, da bin ich jetzt doch froh, dass wir hier dieses Makroobjektiv haben, weil die sind wirklich sehr, sehr klein. Da vorne die, ja, da sind die sind jetzt zu weit weg, da muss ich das Makroobjektiv nochmal wegnehmen. Und die sind aber auch noch nicht wirklich draußen. Ähnlich wie die da hinten. Die sind auch noch nicht am Start. Und auch die hier vorne. Ich meine, da fehlt jetzt gerade sowieso ein gelber Filter, aber die sind auch noch nicht draußen. Da sieht man auch noch nicht wirklich viel mehr. Da hinten sind die Schneckis. Hallo Schneckis. Dann haben wir noch, warte mal, ich muss noch kurz den Gelbfilter wieder drauf machen. Wobei, sieht auch schon ganz gut aus. So, jetzt mal ohne Makroobjektiv. Das geht mit dem Handy aber auch so eigentlich ganz gut. Hier haben wir eine Logophylia. Die sieht aber auch in der Kamera völlig anders aus. Die sieht ja hier orange aus. Die ist denn echt gar nicht orange. Die sieht ja ohne Filter, sieht die ja echter aus als mit Orangefilter jetzt gerade. Das ist ein Hin und Her, das ist echt schwer, Meerwasser zu filmen. Sie sieht ein bisschen so aus. Ihr müsst euch das nur mit etwas höherem Kontrast vorstellen. Ungefähr so. Schön, ne? Das ist ein zweitgiftigstes Gift der Welt. Beinhaltet diese Koralle hier. Und zwar ist es eine... Palitoa grandis. Ist schon was Besonderes, sagst du, ne? Ja, normal ist die weiß-braun. Dann gibt es die manchmal auch in braun-grün. Und ganz selten habe ich auch schon mal in blau-weiß gesehen. Wobei ich eher glaube, das ist eher so grau-weiß. Und dann das Blaue kommt durch das blaue Licht. Und das ist die gelbe Variante. Ist das so dein Highlight von allen Sachen, die ja, ich jetzt... Ja, die habe ich auch. Da bin ich mega stolz, dass ich die beim ja? Markus mal bekomme. Aber ja, weil die gelbe siehst du nie. Und die sitzt hier ganz hinten in der Ecke. Das ist mein
mein Geheimtipp, Leute. Das ist was für den zweiten Blick. Ach so. Und dann haben wir noch die Gorgonie. Ja, habe ich mir gemerkt, jetzt Gorgonie. Die bis jetzt noch... Ah doch, die Polypen kommen. Die kommen schon, kann man so ein bisschen sehen. Ja, die Polypen hier, die ganzen kleinen weißen, die kommen auch so langsam. Blaues Gewebe, weiße Polypen. Ja, ich hatte am Anfang des Videos ja so ein bisschen angekündigt, dass unsere Taktik jetzt ist, um das PO4 rauszubekommen, dass wir noch mehr Korallen reinpacken wollen. Es sind natürlich jetzt mehr drin, es ist jetzt aber vielleicht noch nicht unbedingt die Masse drin, die jetzt Unmengen an Nährstoffen aus dem Wasser unbedingt rauszieht und auch an Elementen, ne? Also wir haben gerade nochmal mit dem Markus gesprochen und ja, wir werden jetzt erst nochmal gucken, dass wir das mit dem PO4-Wert mehr oder weniger in den Griff bekommen und so weiter. Und dann hat er gesagt, würde er auch nochmal ein Paket vorbeischicken. Also wir gehen das dann so peu à peu, sag ich mal, an. Aber es kommen jetzt auf jeden Fall immer mehr und direkt auch mehrere Korallen rein, damit man halt immer mehr Verbraucher drin hat. So wie es jetzt gerade aussieht, hier, was die ganzen Algen betrifft, scheint ja der PO4-Wert eigentlich nicht so hoch zu sein wie gedacht. Das werden wir jetzt erstmal analysieren und dann herausfinden. Ich bedanke mich natürlich in erster Linie bei der Korallenzucht Karlsruhe für die Spende letztendlich, kann man ja wirklich so sagen. Ich finde, jetzt ist zwar natürlich jetzt noch kein super schönes Aquarium, dass es jetzt alles mega geil eingerichtet ist, aber jetzt gibt es richtig was zu gucken. Also jetzt hat man auch wirklich krasse Farben drin, weil die Weichkorallen, no front hier an euch Weichkorallen, aber ihr seid halt alle sehr grünlich, so in Hautfarben, so in die Richtung. Und jetzt haben wir hier wirklich so ein paar Farbakzente drin und wir haben eine Anemone drin, die sich sogar bewegen kann. Eine Anemone, die ist wirklich richtig, die kann sich bewegen. Bis jetzt hat sie sich übrigens noch nicht bewegt. Die hat sich wahrscheinlich schon festgemacht an der Stelle da, ne? Ja, eventuell. Ja, mal gucken, wo sie sich hinbewegt. Die geht jetzt auf jeden Fall immer mehr und weiter auf. Und wichtig ist natürlich für mich, dass ich jetzt in Zukunft die Werte messen kann, damit ich den Korallen auch optimale Werte bieten kann. Genau. Weil wenn ich nicht mal weiß, was drin ist, wie soll ich dann auch nachdosieren? Das ist ja auch ein Problem. Ich habe die Krabben total da unten drin vergessen. Jetzt müssen ja noch die Krabben reinkommen. Als ob ich jetzt gerade, ich war schon so in meinem Abmoderationsmodus. Die Krabben kommen noch rein. Da bin ich ja, das ist ja eigentlich, das totale Highlight. Warte mal, nimm mal bitte gerade kurz. Ja, da lassen wir euch, glaube ich, noch dran teilnehmen, oder? Aber muss ich nicht noch ein bisschen anpassen? Ja, zwei Spritzen. Okay, also wir warten noch ein ganz kleines bisschen und ich packe noch ein, zwei, drei Spritzen so nach und nach rein. Wie konnte ich die vergessen? Ich freue mich da massiv drauf. Jetzt gibt es richtig was zu gucken. Ja, genau. Ich habe mich schon über die Schnecken gefreut, aber Krabben sind ja nochmal ein ganz anderes Level. Ja, auf jeden Fall. Und Krabben habe ich so auch noch nie gehabt, vor allem nicht in einem Aquarium. Geil, richtig geil. Tada! Wie findest du die neuen Korallis? Sieht aber ziemlich cool aus, finde ich. Ne? Schöne Farbe, ne? Ja, voll, aber die sind noch nicht alle offen, ne? Die da unten sind noch nicht alle offen, ne? Aber guck mal, wie winzig die sind. Ja, aber voll süß. Das sieht auch aber geil welche aus. Ist jetzt die giftige? Die ist hier hinten. Die habe ich da hinten hingesetzt. Die ist noch nicht offen. Die sieht schon giftig aus. Die ist halt krass, ne? Sieht aus, als würde da so eine Lava drin brodeln da unten. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen, dass du die bekommen das hast. Das ist die Scheibe, die wir vorne so geil fanden. Ist auch eine davon. Stimmt, ja. Und diese Gorgonie ist aufgegangen, die angeblich gute Wasserwerte anzeigt. Die ist direkt offen. Echt? Ja. Das ist mega selten, ohne Schall. Auch allein, wenn du die transportierst, ne, oder reinstellst und die geht sofort auf. Also ist da vielleicht doch nicht so viel Phosphat drin. Nee, er meint sowieso nicht, weil die ganzen Algen jetzt auch komplett weiß sind. Also die sterben gerade, die ganzen Algen. Also, und die leben ja von dem Phosphat. Ich kam hier rein, hab da reingeguckt, sofort. Das wäre das Ende der Einfahrphase quasi, wenn die Nährstoffe verbraucht sind. Das heißt eigentlich optimal. Das ist nicht, weil das Becken eingefahren ist, wie die Alt-Aquarianer immer so gesagt haben, sondern das ist einfach nur die Phase, weil die Nährstoffe sind aufgebraucht, die Algen sterben ab, es ist im Becken nichts mehr drin, dann ist es eingefahren. Optimal ist es nicht, weil wir jetzt gar nicht messen können, was wirklich im Wasser im Wert drin ist, weil im Aquarium. Aber es scheint erstmal gut zu sein. Ja, also es scheint auf jeden Fall kein Übermaß an PO4 drin zu sein. Und wo sind die Krabbis? Die Krabbis sind da unten drin, die kommen jetzt rein. Okay, Leute, wir haben jetzt nach und nach alles angepasst mit den Krabben, also immer wieder 5 Milliliter dazugepackt. Wie holen wir den jetzt eigentlich raus? Du gehst mit der Hand da rein. Nee. Schütten oder nicht? Ja, das Wasser würde ich doch eigentlich nicht da drin haben. Ja. Oder soll ich kann es hauptsächlich das Wasser abschütten. Wenn du Glück hast, verfangen die sich, da ist ja extra so ein Schutz drin zum Transport. Und vielleicht hast du ja Glück, die sitzen da drauf. Dann meinst du, kann ich den Schutz rausziehen? Ja, dann kannst du diesen Schutz rausziehen. Also kannst du mal gucken. 3 Stück sind es, ne? Mhm. Boah, die brauchen Tick, Trick und Track oder wie heißt die? Nee. Ah, Tick, Trick, ja. Ich habe gerade gelesen, die heißen Grünspinnenkrabben oder irgendwie sowas auf Deutsch. Aber hab schon wieder, ist ja Wahnsinn, schon wieder den lateinischen Namen vergessen. Irgendwas mit X am Ende. Mitras sculpus. Mitras, aber wird eigentlich Mitrax geschrieben. Mitrax, ja. Können die über Wasser atmen? Nee, ne? Doch. Das heißt, die können theoretisch auch über Wasser krabben? Ja, machen die aber nicht. Die gehen nicht raus, nein. Also die gehen höchstens, wenn du mal so viel Algen drin haben solltest, bis oben am Schacht, dass sie mal hochklettern oder so. Aber die hauen nicht ganz ab. Aber die hauen eigentlich nicht ab, nee. Oh, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Jungs, mich nicht attackieren. Natürlich bleibt keine einzige hier dran. Alle bleiben sitzen. Komm, Jungs. Ups. Oh, guck mal, das ist eine. Die halten zusammen. Tick, Trick und Track halten zusammen. Oh, die sind ja viel größer jetzt, wo die hier drin sind. Oh, da hängen sie alle. Oh, die frisst direkt. Die frisst direkt. Siehst du das? Die frisst direkt. Die fressen direkt die Schnecke ab. So, jetzt kann man es besser sehen. Guck mal, die befreit direkt die Schnecke von den ganzen Algen, die auf ihrem. Oh, die haben richtig Hunger. Da geht's jetzt richtig los. Ja, das sind Algenkiller. Das sind. Die gehen direkt so rappern.
Rambazamba. Das sind für mich so richtig so Krabben. Wir kommen rein und ach, scheiß drauf, direkt Algen fressen hier. Alles vernichten. Scheißegal. Was macht der mit der Schnecke? Hebt die an. Ja, die hat noch gute Algen. Guck mal, die ist noch grün. Das frisst der jetzt gerade ab. Guck mal, der frisst das richtig ab. Der hebt die Schnecke hoch, der daneben. Ist das nicht viel krasser? Der hebt die Schnecke hoch? Ja, guck doch mal. Der drückt die hoch. Aber mit seinem Hinterteil irgendwie. Was will der von der Schnecke? Leute, man kann richtig sehen, wie der da alles abfrisst. Der befreit einfach die Schnecke von ihren... Die sehen aber doch jetzt, muss ich sagen, schon irgendwie cool aus. Ja. Weil die sehen ein bisschen aus wie so eine Kröte, ne? Ich habe das Gefühl, die hat hier ein kleines Problem irgendwie. Meinst du, die hängt da fest? Ja, irgendwie sieht das für mich ein bisschen so aus. Als wäre diese trichterförmig so draufgefallen, dass sie ihre Beine nicht weiter gespreizt bekommt. Vielleicht sollten wir die mal trennen. Ich würde sagen, wir warten noch einen Moment, bevor wir jetzt panisch ins Becken greifen. Aber die sieht aus, als wäre die so draufgefallen, dass sie ihre Beine hinten nicht weiter auseinander bekommt, ne? Ist es jetzt Tick, Trick oder Track? Das ist Track. Track ist der hellste. Also nicht der hellste anscheinend, eigentlich. Auch wenn es gerade so aussieht. Tick ist der mit dem Ding auf der Schere. Der hat so ein kleines rosa Ding, siehst du? Ja, Tick ist auf jeden Fall am hungrigsten. Am hungrigsten wahrscheinlich. Guck mal, der frisst einfach los. Nom, 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 nom. Was denkt sich die Schnecke? Vielleicht pennt die auch gerade einfach, ne? Aber ich find's geil, wie die einfach hier reinkommen und die interessiert erstmal einen Scheiß, wo die sind. Es gibt einfach Essen. Das ist jetzt Prio Nummer 1. Aber der hat sich losgemacht hier, ne? Sagen Sie sich jetzt geiles Becken. Was passiert denn hier gerade mit der Scheibenanemone? Die sieht ja ganz anders aus gerade. Die hat ja so weiße Knubbel da drin. Oder ist das, weil ich das Licht jetzt wieder ein bisschen weißer gemacht habe? Nee, das hat die auch noch. Das sind die Tentakeln. Die zieht sich jetzt mit Wasser voll. Der Track hängt immer noch, oder? Hängt Track noch fest? Ja, sonst wäre Track doch mal weggegangen da. Der ist ja, der kann ja nichts essen. Spätestens, wenn die Schnecke sich wegschneckt, dann wird die hinterhergezogen, die Krabbe. Ja, wollen wir das? Ach Johanna, wie kannst du so schnell direkt in so eine Panik verfallen? Hier sind einfach Krabben drin. Das ist schon krass, oder? Ja. Krabben sind schon krass irgendwie. Guck mal, der fängt auch da einfach schon direkt an zu essen. Die haben wirklich noch keinen Zentimeter so gefühlt sich bewegt und fangen da vorne direkt. Die sind halt ins Paradies gefallen gerade. Ja, fangen direkt an zu schnabulieren. Okay, wir versuchen jetzt Track zu helfen. Also, hier ist die Schnecki und hier ist Track. Guck mal, das war's schon. Ist das dein Ernst? Der ist ja völlig lost, der Junge. Na gut, das war's. Das war die Rettungsaktion. Der hing überhaupt nicht richtig fest, oder? Der verhält sich einfach nur komisch. Guck mal, der greift sich da wieder so dran. Das ist einfach irgendwie so sein Ding. Ja, der liebt die Schnecki. Vielleicht gehört er zu der Schnecki. Vielleicht haben sie sich direkt lieben gelernt. Und während die anderen einfach nur so aus Essen fokussiert sind hier, ja, ne? Fressen tut er auch. Ja, aber mit der Schnecki im Arm. Das ist, Guck, und der greift sich direkt oben drauf. Ja, der setzt sich einfach auf die Schnecke drauf und frisst die einfach. Also nicht die Schnecke, sondern die Algen da oben drauf, ne? Das sieht so geil aus, wie er sich das da reinschneidet. Ich bin richtig begeistert. Das kann man halt nicht vergleichen mit Garnelen, weil Garnelen haben so kleine Scheren. Ja, da sieht man halt nicht so wirklich, was da passiert. Ja. Aber bei Krabben, die haben halt so große Scheren, du siehst richtig, wie die das abzupfen. Da kann man richtig was beobachten. Ich bin begeistert von euch, Jungs. Ich bin wirklich begeistert. Ihr macht das hervorragend. Ich bin mir sicher, wenn die Schnecki morgen früh aufwacht, dann ist sie auch begeistert von eurer Arbeit. Oh. Oh, wei, wei. Was war das denn? Der zupft da halt richtig. Der hat richtig Muckis, der Junge. Oh, jetzt kratzt es. Guck mal, es kratzt ihn gerade. Ja, Leute, ich habe gerade schon fast eine Abmoderation gemacht, ohne überhaupt die Krabben reinzupacken. Das wäre auf jeden Fall fatal gewesen, weil die Krabben sind auf jeden Fall... Ja, die sind gerade auch irgendwie... Was heißt mein Highlight? Es sind viele Highlights. Aber die Krabben finde ich jetzt richtig geil zu beobachten. Da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall dir fürs Connecten natürlich jetzt mit der Korallenzucht. Vielen Dank dir für die tatkräftige Auswahlentscheidung. Vielen Dank mir. Man muss ja auch mal einfach selber danken. Ja. Manchmal. Fürs Fahren, danke. Ja. Ich habe ein Eis ausgegeben, muss man auch dazu sagen. Ja. Und, oh mein Gott. Marc ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt mit seinem Kanal. Checkt es auf jeden Fall aus. Falls es noch nicht gemacht hat, Road to 10.000 Abonnenten, oder? Hast du schon geknackt? Ja, fast spätestens auf jeden Fall mit diesem Video machen wir natürlich die 10.000, wenn nicht die 15.000 direkt voll. Und das war's jetzt mit dem heutigen Video. Take this, das ist ihr nehmt, das nehme ich zuerst. Bis dann, mach's gut und tschüss.